Viele hoffen auf ein normaleres Leben trotz Coronavirus dank der Impfungen. Bis zu 20.000 Menschen pro Tag könnten in Deutschland geimpft werden. Eines der Zentren wird am ehemaligen Flughafen Tegel vorbereitet. Doch zunächst werden die geltenden Regeln verlängert und sogar verschärft. Die Maßnahmen vom 28. Oktober werden also alle fortgeführt, erst einmal bis zum 20. Dezember. Und wir gehen aber davon aus, da sind sich Bund und Länder einig, dass wegen des sehr hohen Infektionsgeschehens die Beschränkungen nach menschlichem Ermessen bis Anfang Januar gelten müssen. Nur noch 5 Menschen aus 2 Haushalten dürfen sich treffen, an den Feiertagen 10. In Italien hat Ministerpräsident Giuseppe Conte auch die Nachbarstaaten aufgefordert, die Skigebiete geschlossen zu halten, doch stieß damit kaum auf Zuspruch. In Italien sind an einem Tag zwar weniger, aber noch immer 722 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In Frankreich gab es innerhalb von 24 Stunden wieder mehr als 16.000 bestätigte Neuinfektionen. Aber an diesem Wochenende dürfen die Geschäfte, auch die großen Kaufhäuser, wieder öffnen. Restaurants bleiben bis zum 20. Januar dicht. Wir sind die ersten wirtschaftlichen Opfer der Covid-Krise. Wir, die Restaurants und die Diskotheken, denn wir sind immer die Letzten, die aufmachen dürfen. Aber wir müssen positiv bleiben. Österreich setzt auf massive Schnelltests, die am 5. Dezember für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Kita-Beschäftigte beginnen. Was in der Weihnachtszeit erlaubt sein wird, will die Regierung in der kommenden Woche ankündigen.